Hallo? Ja. Ja, zu nachtschlafener Stunde gibt es eine Sondersitzung. Die Opposition wollte diese so haben, auch wenn es schon sehr spät ist. Ja. Und der Bundeskanzler hat sich bereit erklärt, ausführlich über die Hypo Auskunft zu geben. Und dann ist bitte eine Ruhe für die nächsten 6 Monate. Wir haben auch was zu tun. Ja. Gut, also dann sage ich was. Zum Glück hat es mir der Ostermeier aufgeschrieben auf diesem Zettel. Brauche ich es nur runterlesen, das ist unser Statement zur Hypo. Oh, der Zettel ist leer. Es muss ein Irrtum sein. Es ist sicherlich auf dem anderen Zettel, nein, das ist auch leer. Ja, normalerweise stehen auf einem Zettel ja Buchstaben drauf und die Buchstaben formen wie durch ein Wunder Wörter und diese Wörter formen Sätze. Jetzt verarscht uns nicht rein Zettel um, steht auf der anderen Seite, dann verarscht uns jetzt, so kommt's nicht raus. Ich lass mir sicher nicht von einem Steirer, noch dazu von einem Grünen, sagen, wo vorn und hinten bei einem Blatt Papier ist. Wir werden gar nichts sagen, wenn Sie so frech sind. Der Spinneleck auch nicht. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ja, ein Hatzestrache wollte eigentlich jetzt Party machen. Die Schulter ist schon aufgewärmt. Ja. Er wollte auf Tuchfüllung mit potenziellen FPÖ-Wählerinnen gehen, um sie dann dingfest zu machen. Ja. Da wäre das Instrument dazu gewesen. Ja. Und dann ist es so, da muss ich hierher kommen. Ein Hatzestrache muss hierher kommen und ist nicht vorbereitet, weil der Feimann nichts sagt. Der Kickl hätte mir eigentlich jetzt einen Text geschrieben und wir sind nicht fertig. Das ist ein Skandal. Ja. Wir von der FPÖ, wir leben die Bibel Zahn um Zahn und vor allen Dingen Auge um Auge ist unser Motto. Ja. Und Hatzestrache fordert Satisfaktion. Ich fordere Spindelecker zum Duell. Duellieren wir uns jetzt sofort. Ich verlange Satisfaktion. Worauf kann ich plädieren, Herr Justizminister? Auf Nicht-Satisfaktion? In Ihrem Fall auf jeden Fall, genau. Okay, der Spindelecker ist nicht mehr da. Dann fordere ich den Bundeskanzler zum Duell. Ja? Wählen Sie die Waffen, nehmen Sie die Hellebarde, den Morgenstern, das Kurzschwert, den Säbel, den Degen, was auch immer. Ich bin so drauf, ich brauche jetzt ein Duell. Das Adrenalin schießt mir in den Schädel. Ich brauche ein Duell. Wer kommt? Wer will eine Watsche? Wer will eine Watsche? Holt euch eine Watsche, ha? Vielen Dank, Maschek. Dankeschön. So, wir kommen jetzt zu unseren Ehrengästen.